Prost! Prost! Wir sind hier heute im Jugendzentrum in Hösel, wo das diesjährige Politdinner stattfindet, nach dem Motto Oktoberfest. Und da das alles ein Dinner im Sinne der Politik ist, wollen wir den Politikern doch mal auf den Zahn fühlen. Der Jugendrat hat das Husu der Ratinger Politik zum gemeinsamen Kochen und Näherkommen eingeladen. Aber natürlich sind wir nicht nur zum Biertrinken hier, sondern auch zum Arbeiten. Natürlich, aber erst einmal muss jeder Politiker einer Gruppe zugelost werden. Wie viele Gruppen haben wir denn? 7. Und bei der ersten wartet Julian schon auf uns. Herr Tim Oliver Mühling, mit wem machen Sie denn da oben die Cocktails? Also mir wurde der Thomas Wollwood von den Piraten zugeteilt, was natürlich jetzt mir erstmal eine große Ehre ist. Aber das passt auch sehr gut, denn der Herr Wollwood ist leidenschaftlicher Cocktailmixer in seiner Freizeit. Was ich gerade auch schon festgestellt habe, was mir aufgefallen ist, weil der hat es echt drauf. Der weiß, was er da macht. Da sind wir mal gespannt, was sich daraus noch entwickelt. Ja, spannend, spannend. Aber erstmal weiter zum Bürgermeister. Wo ist denn der Rest der Bande hier? Der Bürgermeister, der stellt die Zwiebel unter Wasser, damit er nicht weinen muss. Wie stellt sich der Herr Pesch denn so an? Ja, wie ein Mann in der Küche halt, ne? Wie ein Mann in der Küche, wie soll ich das denn jetzt interpretieren? Er arbeitet fleißig, also ist okay. Ich bin zufrieden. Ich versuche, Zwiebeln irgendwie zu zerlegen. Ich habe mir aber schon sagen lassen, die sind besonders tränentreibend. Gut, dass wir einen starken Mann an der Spitze haben. Julian, fang doch mal ein paar Eindrücke ein. Wie ist hier die Atmosphäre? Wie fühlen Sie sich? Ja, wir sind die Suppe und das ist auch gut so. Ja, okay. Das lassen wir mal so stehen. Gehen wir besser zu Tina. Wie geht's Ihnen? Ja, super, ne? Ich bin ja immer total besser Laune, wenn ich beim Jugendrat bin. Und ich glaube, es ist auch mein 4. oder so Politdinner. Ich freue mich wahnsinnig. Du, ich krieg schon wieder Durst. Echt? Na dann zurück zum Wollwort. Herr Wollwort, wie sieht's aus? Ja, es läuft immer besser, also nachdem wir uns hier so langsam eingetrunken haben. Ne? Ich sehe schon. Ich habe Ihnen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, merke ich. Ja, aber hallo, ne? Wir haben jetzt auf jeden Fall ein Rezept gefunden, was also durchaus Anklang findet. Davon wollen wir uns erstmal selber überzeugen. Was trinkt ihr denn da Schönes? Das ist ein Cocktail, frisch gemixt. Von Herr Wollwort? Ja, sehr lecker. Meiner ist von Tim. Vom Tim, welcher schmeckt denn besser? Meiner. Also den finde ich verträglicher. Ich glaube, die beiden tun sich da nicht so viel. Das stimmt, aber zumindest sorgen sie für eine ausgelassene Stimmung. Aber genug von den beiden. Wie sieht's denn bei dem Rest aus? Funktioniert alles? Bis jetzt ja. Das ist doch wunderbar. Freude haben Sie auch, sehe ich. Ja, mir macht Spaß. Wer gefällt dir denn hier besonders gut? Der Herr Werntges, ich glaube, so heißt er, der war total lustig in der Gruppe. Der hat Stimmung gemacht, das war total super. Und weiter zur Deko-Gruppe. An wen ist das Herz denn gewidmet? Dem Jugendrat selbstverständlich. Und was passiert dann mit den Herzen? Und dann werden die Herzen hinterher versteigert, habe ich verstanden. Und der Erlös kommt einem guten Zweck. Einem guten Zweck. Der Tafel zugute. Das ist doch mal eine schöne Idee. Haben Sie auch Ideen, wie man der Gesellschaft was Gutes tun kann? Und irgendwann werden wir den ganzen Laden hier vergiften und dann ist dann okay so. Okay? Oh Gott, wir müssen den Bürgermeister warnen. Herr Pesch, wird der Pirat mit seinen Plänen Erfolg haben? Wird schon klappen. Und nachher haben wir ein paar, wie heißen die, nicht Vorkoster, sondern Versuchskaninchen, so heißen die. Ich werde mich freiwillig zur Verfügung stellen. Das ist ja sehr edel von ihm. Aber zurück zu Julian. Kommen wir doch zu den wichtigen Themen. Was haben die Politiker dem Jugendrat denn so mitzugeben? Es ist super wichtig, dass ihr da als Jugendrat aktiv seid und solche Themen dann vorbringen und wir die dann auch aufnehmen können und uns mit dafür einsetzen. Was sagen Sie denn zum Jugendrat? Wünschen Sie sich da auch eine enge, schöne Zusammenarbeit? Absolut. Ich finde es einzigartig. Ich kannte es so noch nicht. Ich habe ja vorher in 2 anderen Kommunen gearbeitet, so im Laufe meines Berufslebens, immer im Jugendamt gewesen. Aber einen Jugendrat kannte ich in dieser Form noch nicht und ich finde es total klasse. Mit diesen Schlussworten verabschieden wir uns. Guten Appetit und einen schönen Abend noch. Ja, danke schön, ne? Und alles Gute, ne? Danke.